Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ho, ho, Holz, die Guschen. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Vor allem hätte man im Jahr 2023 das Fest der gequälten Bäume nicht irgendwie an einen anderen Tag legen können, wo es nicht mit unserem wundervollen allwöchentlichen Sammlungsupdate auf Playzocker Reviews kollidiert. Das ist eine bodenlose Frechheit, vor allem, wo wir sowieso noch einmal schlafen müssen, bis wir den tatsächlichen Geburtstag von unserem Retter feiern dürfen, Sir Isaac Newton. Und ganz ehrlich, wenn der Typ nicht irgendwann einmal die Schwerkraft erfunden hätte, was würden wir dann machen, die ganze Zeit im Raum herumfliegen? Wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, unsere Sammlung zu organisieren, wenn die Dinge einfach nicht im Regal bleiben. Aber glücklicherweise müssen wir uns damit ja gar nicht beschäftigen. Dafür können wir uns mit einigen anderen tollen Dingen beschäftigen, wie beispielsweise denen, die da jetzt vor mir stehen. Aber bevor wir damit beginnen können, möchte ich noch ein paar nette Worte gegen Ende des Jahres fallen lassen, nämlich für die Leute, die meinen Kanal und das, was ich hier mache, eigentlich erst wirklich möglich machen. Natürlich in erster Linie danke noch einmal an alle, die wirklich regelmäßig im Jahr 2023 auf meinen Kanal geklickt haben, sich vielleicht das ein oder andere Video angeschaut haben und im Idealfall auch vielleicht ab und zu einmal was nicht ganz so scheiße gefunden haben. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Aber natürlich im ganz Besonderen die Leute, die meine Arbeit hier auf YouTube finanziell unterstützen. Ganz besonders die drei Leute, die sich dafür einmal im Monat ein Wunsch-Quickie-Review aussuchen können. Und die habe ich jetzt im Dezember 2023 mit einem quasi Bonus-Quickie aufs Haus mich quasi erkenntlich gezeigt. Ich hoffe, da freut man sich drüber, dass ich nämlich im Jänner dann quasi auch ein zweites Wunsch-Quickie-Review machen werde. Beginnen möchte ich in diesem Fall bei meinem allerersten Patreon-Supporter, bei André L., der sich in dem Fall für den Jänner 2023 auf der einen Seite den Film White Heat noch einmal ausgesucht hat, zusätzlich zu seiner ursprünglichen Quickie-Wahl Liebe und Eis. Vielen, vielen Dank für deine mittlerweile schon 3,5 Jahre andauernde Patreon-Unterstützung. Dann wechseln wir zu den YouTube-Kanalmitgliedern. Da gibt's beispielsweise Aston's Martin, der mich ebenfalls absolut großartig hier auf YouTube mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützt und der im Jänner dann auf der einen Seite einen mir tatsächlich noch unbekannten Film als Wunsch-Quickie bekommt, weil den hat er mir noch nicht verraten. Das wird noch ein bisschen dauern, beziehungsweise ansonsten den Film Rotenburg über den deutschen Kannibalen, wo das Review bereits fertig ist, wo ich mich freue darauf, das natürlich dann für euch posten zu können. Und last but definitely not least auch Hartwig Stolzlechner, der für den Jänner dann auf der einen Seite das Wunsch-Quickie zu dem Film Das Geheimnis der Lilie hatte, der in der Eurocult Collection von X-Rated erscheinen wird, beziehungsweise auch habe ich mir dann aus seiner Auswahl den Splatter-Klassiker unter Anführungszeichen Baby Blood ausgesucht. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich freue mich auch schon auf ein Jahr 2024 natürlich wieder voll mit abwechslungsreichen und für mich komplett unerwarteten Wunsch-Quickies. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Außerdem möchte ich mich noch bei dem lieben Kevin Zindler bedanken, der im Jahr 2024 bereits angekündigt ein kleines bisschen kürzer treten möchte, wo beispielsweise das Art of Horror Magazin jetzt ungefähr mal ein halbes Jahr pausieren soll und erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder erscheinen soll. Schauen wir mal, ob wir von ihm beispielsweise noch den ein oder anderen Auftritt im Cine Entertainment Talk trotzdem haben. Aber was ja ich bereits weiß, im März erscheint das Videothekenbuch jetzt auf Video von Florian Wurfbaum und Jörg Bauer, das ich absolut empfehlen kann, wo ich mich riesig drauf freue, das auch hier auf meinem Kanal zeigen zu können. Aber Achtung, das kann man nur bis Mitte Jänner im Shop von Cinestrange Extreme vorbestellen. Und last but not least natürlich auch der liebe Martin Kalis, der mich über Patreon unterstützt, selber auch unterstützenswerte Arbeit auf Facebook macht, mit seiner Gruppe Stars and Me, wo man Fotos von sich mit berühmten Persönlichkeiten quasi hin und her tauschen kann. Finde ich, ist eine wahnsinnig coole Idee. Aber apropos wahnsinnig coole Sachen, ich habe in der vergangenen Woche ein relativ fettes Paket von Wicked Vision bekommen. Da sind nämlich eben die letzten Titel drinnen, die ich allesamt dann auch wieder hier auf meinem Kanal im Rahmen
des Blu-ray-Checks ausführlich vorstellen kann, da kann ich eben beispielsweise schon einmal einen kleinen, eine kleine kurze Vorschau geben. Auf der einen Seite nämlich die drei Titel Yeti, der Schneemensch kommt, der Hexenjäger und Monster Busters, die mit diesen Cover-Artworks jetzt dann eben auch noch einmal in einer M-Ray Scanner Keep Case Version erscheinen, weil die Mediabooks eben mittlerweile ausverkauft sind. Aber keine Sorge, auch die Mediabook-Fans bekommen in diesem Fall noch eine Menge an Nachschub, nämlich sind das insgesamt 4 Titel, die da aktuell erscheinen. Da werde ich euch beispielsweise von dem Film Lebendig begraben mit Ray Milland alle 3 verschiedenen Cover-Artworks zeigen können, wobei ich persönlich ganz besonders irgendwie das hier auf der linken Seite faszinierend finde und natürlich das neu gezeichnete von Timo Würz, aber dazu dann später mehr. Wir haben hier 3 Cover-Artworks zu Wild Thing, dem Asphalt-Kid, wobei ich ganz, ganz wild finde, wie ähnlich sich diese beiden Covers sind, nur mit der einzigen Ausnahme, dass hier ein bisschen ein Gesicht ausgetauscht wurde, wobei man, finde ich, ganz deutlich irgendwie merkt, dass das hier die richtige Gesichtsversion ist, die ja von der Farbe her deutlich besser zu seinem Körper passt als die hier, die mehr oder weniger so aussieht, als wenn ihr irgendwo einmal auf einem Magazin ein Foto von mir mit so einem richtig tollen Adonis-Body seht, dann ist das wahrscheinlich drauf gefotoshoppt. Außerdem ein ganz besonders interessanter Kultfilm mit Dirk Benedict vom A-Team, da haben wir nämlich Snake Cobra. Finde ich ganz witzig, dass wir noch einmal extra verdeutlichen müssen, dass die Snake eine, also die Cobra eine Snake ist. Aber interessanterweise nämlich auch hier 2 Cover Artworks, die sich extrem ähnlich sind, da allerdings eben sich durch die Farbgebung ein bisschen unterscheiden, beziehungsweise eben das eine ein altes deutsches und das andere ein amerikanisches Poster ist, beziehungsweise dass es eben hier dieses Mal 4 verschiedene Cover Artworks gibt mit interessanten Motiven, muss man an der Stelle auch sagen. Und last but not least natürlich für viele der wichtigste und interessanteste Titel, den Wicked Vision aktuell veröffentlicht. In dem Fall habe ich das Cover B bekommen, um euch auch diesen Titel näher vorzustellen, was mich natürlich in dem Fall nicht wundert, weil die anderen Cover, vor allem die Rick Melton Cover, die hat man Wicked ja förmlich aus der Hand gerissen. Nachdem die angekündigt wurden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier ein Cover habe, das ich euch dann auch ausführlich zeigen kann. Vor allem, weil ich den Film schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und wirklich, wirklich interessiert dran bin, einmal ausführlich darüber zu sprechen. Aber apropos über Dinge sprechen, da können wir jetzt dann natürlich gleich einmal im Hintergrund, den ich gerade sehr forciert versucht hat, irgendwie aufzubauen, beginnen mit den Dingen, die quasi aus Eigenverschulden in meiner Sammlung gelandet sind. Die Dinge, die ich mir in der letzten Zeit tatsächlich gekauft habe und die wir uns jetzt im heutigen Sammlungsupdate ausführlich anschauen wollen. Und da möchte ich natürlich gleich einmal ganz auf der rechten Seite starten mit einem Steelbook, aus einer, ich würde jetzt einmal fast sagen, Reihe, mit der wir uns ja schon beschäftigt haben. Ja. Entschuldigung, ich komme einfach nicht umhin, jedes Mal, wenn ich an diese Veröffentlichungen denke, ein kleines bisschen schadenfroh grinsen zu müssen. Ja? Disney Plus ist wohl doch nicht das wahre Disney. Vielleicht machst du dann beide mal ein Disney Minus. Ja. Nein, Disney hat jetzt leider, zum Glück, damit beginnen müssen, ihre Eigenproduktionen und Kreationen für Disney Plus auch, ach, das fühlt sich so gut an, das zu sagen, dem physischen Heimkinomarkt zugänglich zu machen. Und dabei haben sie allerdings quasi gleich einmal, sind sie in die Vollen gegangen und haben ihre Serien wie Loki und Mandalorian, beziehungsweise den Film Prey. In Amerika gibt's auch schon WandaVision und hoffentlich bald Barbarian, weil ich finde, dass der Film auch großartig war und sich einen entsprechenden Release verdient hat. Nicht einfach nur in Standard-Keepcases, sondern sogar in Steelbooks veröffentlicht. Und dabei haben wir uns eben Prey und Loki bereits angesehen und mittlerweile ist eben hier auch Mandalorian bei mir gelandet, der, finde ich, in dieser Steelbook-Version absolut genial aussieht. Witzigerweise mit demselben Cover-Konzept wie auch die beiden anderen Titel, aber
von der Idee und vom Design her irgendwie fast noch geiler umgesetzt. Aber dazu später und gleich einmal mehr auf der ersten Seite möchte ich jetzt nämlich noch einmal einen Blick auf dieses Slipcase werfen. Das ist ja quasi ein klassischer Quarterslip, der aber bei Disney ja grundsätzlich dann immer auch so einen Balken oben hat, der allerdings bei diesen Mandalorian und Loki Steelbooks noch ein bisschen ausgeweitet ist, ein bisschen mehr Papier verwendet, um uns darauf hinzuweisen, dass drinnen noch ein bisschen mehr Papier ist. Das jetzt aber, muss man auch zugeben, nicht ganz so dringend notwendig ist. Wir können dann einmal einen Blick hier auf das Backcover schauen. Da sehen wir interessanterweise noch einmal einen Ausschnitt, von dem wir eh schon gesehen haben, dass es den dann auch im Inneren vom Steelbook geben wird. Also wir sehen das quasi gleich hier zweimal nebeneinander. Da war jemand sehr kreativ. Wir bekommen allerdings auch ein bisschen was am noch nie gezeigten Bonusmaterial. Erfahren, dass hier HDR drauf ist, allerdings halt eben nur Standard HDR und kein Dolby Vision, was ich sehr schade finde, dass Disney halt hier die zusätzlichen Lizenzgebühren nicht riskiert. Dafür haben sie allerdings offensichtlich ganz tief in die Tasche gegriffen für diese Klebepunkte, mit denen sie diesen Balken hier anbringen. Nein, im Gegensatz zu Loki tatsächlich kriege ich den hier bei Mandalorian extrem leicht runter, was natürlich sehr schön ist. Und dann können wir einmal einen Blick auf das tatsächliche Steelbook werfen. Und das finde ich wirklich großartig. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig, diese auch früher immer wieder gerne gemachten Konzepte zu haben mit einem Charakter, der da steht und die anderen Charaktere, die quasi in ihn hineingezeichnet sind. Das wirkt immer irgendwie ein kleines bisschen komisch, aber in dem Fall ist es, finde ich, einfach durch die Farbwiedergabe und die Farbgebung einfach absolut großartig. Wir haben nämlich den Mandalorian hier vorne Front and Center stehen, wobei dieser metallische Steelbook-Effekt hier wundervoll diesen Hintergrund beleuchtet, vor allem, weil nämlich auch sehr schön sich der Mond hier im Hintergrund dann abhebt, einfach nur von dem Hintergrund, um natürlich eben dann auch hier Mandalorian plus Baby Yoda, die da in dem Körper drinnen sind, die natürlich auch ein bisschen einen interessanten Schimmer bekommen. Dabei finde ich witzig, dass Disney bei den beiden Steelbook-Serien, Loki und Mandalorian, nämlich beide gleichermaßen, ein bisschen nur auf sehr reduzierten Leucht- und Metallic-Schimmer-Effekt gesetzt hat, wohingegen es Prey war, wo dieser Effekt dann gleich einmal deutlich stärker zur Geltung gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das Zufall und einfach eben nur Design- und Farbbedingt ist oder ob man da tatsächlich irgendeine Absicht dahinter hat. Ich finde es auf jeden Fall absolut genial, wie man hier dieses Mandalorian Season 1 Steelbook gemacht hat. Freue mich, dass hier die zweite Staffel bereits für Mitte Jänner 24 angekündigt ist und würde ja fast davon ausgehen, dass dann auch von Loki noch eine weitere Staffel kommt. Mein einziger Kritikpunkt an diesem Steelbook, wo ich es natürlich genial finde, dass das Frontcover hier auch auf den Spine fortgesetzt wird, ist, dass es auf der eigentlich äußeren Fläche, nämlich hier bei diesem Quarterslip, keine Staffelbezeichnung gibt und man hier eben quasi nur den Serientitel lesen kann. Das hätte man dort vielleicht auch noch unterbringen können, aber was ich natürlich absolut genial finde, ist, dass wir dieses großartige Worldbuilding hier aus dieser Star Wars Welt auch auf dem Backcover haben und dass das Backcover-Design, finde ich, ja wirklich absolut großartig ist. Diese Reittiere, dieses Schiff, vor allem aber eben auch eben zum Beispiel hier im Himmel, diesen wundervoll gezeichneten Stil mit diesen größeren weißen Farbflecken, die ja wirklich eben aussehen wie mit einem gröberen Wandpinsel angebracht. Das ist phänomenal, aber das wird, finde ich, nur davon noch übertroffen, wie dieses Motiv aussieht, wenn wir das Steelbook jetzt aufklappen. Da sehen wir nämlich, dass die Designer von Disney hier einen wirklich genialen Übergang, der fast pixelperfekt sitzt, von dem Umhang des Mandalorian dann eben auf diese Felsformation hier im Hintergrund geschafft haben. Und dass das, finde ich, dieses Steelbook ja ganz besonders genial in Szene setzt. Ich liebe es, wenn Steelbooks schön gezeichnete Artworks bieten, aber ich finde, dass dieses durchgehende Panorama-Artwork einfach die höchste der möglichen Künste ist und dass das mit, ehrlich gesagt, diesem Übergang eigentlich fast das Schönste von diesen drei Disney-Steelbooks ist und sogar fast ein heißer Kandidat für die Top-Liste der schönsten Steelbooks des Jahres 2023 generell. Wir können dann einmal eben hier einen Blick auf diese drei Art-Cards werfen, die eben in dem Fall wieder beigelegt werden. Dabei handelt es sich um ein paar nette Zeichnungen bzw. Konzepte, die, finde ich, auch eine wirklich tolle Beigabe sind. Und wir können dann, hoppala, mal einen Blick hier ins
Innere werfen. Da haben wir auf der ersten Seite quasi nebeneinander liegen die ersten beiden Discs, die zwei 4K UHDs, beziehungsweise dann auf der rechten Seite mit einer anderen Farbgebung hier die beiden Standard Blu-Rays, wobei jedes Mal auf jeder Disc eben 4 Folgen enthalten sind. Und wir können dann, wenn wir hier die äußersten Discs entfernen, natürlich einen Blick aufs Innendesign werfen, wo wir zwar dasselbe Bild vorfinden, das wir auch an anderer Stelle von diesem Steelbook finden, das allerdings hier, finde ich, ganz besonders schön inszeniert wurde, weil man eben hier bei diesen wirklich sehr mit diesem metallischen Untergrund gearbeitet hat, beziehungsweise eben die beiden Charaktere schön weiß grundiert hat, sodass sich die von diesem Hintergrund abheben und hier wirklich eine tolle Tiefenwirkung auch haben. Das ist ein wirklich wundervolles Motiv. Auf der rechten Seite gibt es dann quasi nur den weiteren Ausläufer und damit ein paar dunkle Farben. Das Ganze ist in dem Fall gar nicht mal so wild durchzeichnet, aber ich muss echt sagen, dass sich dieses Bild hier als Innenartwork von dem Steelbook wirklich wahnsinnig gut macht, dass ich persönlich sehr froh bin, dieses Steelbook dann in meiner Sammlung zu haben und natürlich vor allem auch sehr gespannt bin, endlich einmal diese Serie sehen zu können, was ich ja eben als Streaming-Gegner bislang noch nicht konnte. Da bleibt mir einfach nur zu hoffen, dass nämlich eben selbst Disney irgendwie jetzt konsequent auf die Idee kommt, dass physische Veröffentlichungen genial werden und wir die ganzen anderen Exclusives und vor allem eben MCU und Star Wars Sachen bekommen, beziehungsweise eben auch den ein oder anderen Spielfilm wie Barbarian, würde ich mich persönlich wahnsinnig freuen. Vor allem, wenn diese Steelbooks, die wir dann bekommen, einfach dermaßen genial ausschauen. In Harlem ist die Hölle los. Und das wundert mich ehrlich gesagt nicht, wenn dort ja ganz offensichtlich tagtäglich die Filmcrews ein- und ausgehen und einen Blaxploitation- bzw. Black-Cinema-Film nach dem anderen machen. Wobei unsere Nummer 16 der Black-Cinema-Collection von Wicked Vision, wie ich finde, ein ganz besonderer Titel ist. Hell Up in Harlem ist nämlich der dritte Film, den Regisseur Larry Cohen jemals gedreht hat, nachdem er quasi tatsächlich seine Karriere mit einer Blaxploitation und Black Cinema Trilogie begonnen hat. 1972 kam der Film Bone mit Jafet Kotto, dann kam Black Caesar oder eben auch Godfather of Harlem mit Fred Williamson und dem großartigen Derwell Martin, der beispielsweise auch als Diego in Rosemary's Baby beziehungsweise als Willie Green in Dolomite zu sehen war und damit auch sogar in dem Eddie Murphy Biopic eine kurze Rolle hatte. Aber später hat dann Larry Cohen Dinge gedreht wie Ambulance und Stuff und Salem 2, die Wiege des Schreckens, Tanz der Hexen, beziehungsweise sogar eine Masters of Horror Folge aus der ersten Staffel namens Pick Me Up. Der Film Heiße Hölle Harlem kam damals in den 70er Jahren tatsächlich nicht in die Kinos, zumindest laut OFDB, sondern wurde direkt von Atlas Video ohne FSK-Kennzeichnung auf Videokassette veröffentlicht, lag dort allerdings scheinbar in der ungeschnittenen Fassung vor. Einen physischen Heimkino-Release danach gab es allerdings nicht mehr. Keine DVD, keine Blu-ray, bis jetzt ins Jahr 2023. Und da gibt's von diesem Film offensichtlich zwei ganz verschiedene Hauptcover-Artworks, nämlich eines, wo wir den Hauptcharakter ein bisschen eher in so Tauchgear mit einer Schnellfeuerwaffe sehen und das hier, wo das Tauchergear quasi fehlt. Auch das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Cover-Artwork. Das stammt hier von einer alten amerikanischen Lobby-Card ganz offensichtlich und wurde hier, finde ich, für das Cover-Artwork von Wicked Vision absolut großartig aufbereitet. Ich mag die Art, wie sich eben diese Charaktere schön um das Bein von Fred Williamson schlingen beziehungsweise quasi einfach auf dieses schwebend gezeichnet wurde, so wie Linda Blair in Der Exorzist, beziehungsweise dass dieses Cover-Artwork wirklich schön farbenfroh und wirklich schön durchzeichnet ist. Wobei ich zugeben muss, dass mir auch das andere Scuba-Gear-Artwork wirklich sehr, sehr gut gefällt. Wer weiß, vielleicht sehen wir das ja an anderer Stelle in diesem Release noch. Wer übrigens das
die Black Cinema Collection abonniert und direkt bei Wicked Vision bestellt hat, der bekommt von diesem Motiv dann hier eben auch noch eine limitierte Karte mitgeliefert, beziehungsweise dann eben hier eine einzelne Karte mit eurer individuellen Limitierungsnummer von der Black Cinema Collection, und wir können dann einen Blick ins Innere werfen. Da haben wir auf der rechten Seite natürlich wie gewohnt die beiden Discs im üblichen Design, auf der einen Seite die Blu-ray, auf der anderen Seite dann die DVD. Und mit der typischen Schwarz-Weiß-Ästhetik finde ich hier ein absolut großartiges Innendesign für diese Nummer 16 der Black Cinema Collection, wobei man sich als Betrachter in dem Fall ja fast schon ein kleines bisschen bedroht fühlen könnte, aber ist auf jeden Fall, finde ich, ein extrem schönes, dynamisches, kräftiges Bild, das hier im Inneren von diesem Release absolut großartig funktioniert. Dazu gibt es natürlich auch bei Hell Up in Harlem wieder ein Booklet, dass wir uns jetzt schnell einmal anschauen können, wo wir natürlich wieder mit der ebenfalls gewohnten Gestaltung dieser Reihe den Text akzentuiert bekommen mit den anderen Filmtiteln und Namen quasi in Fettdruck, was finde ich sehr gut aussieht. Dazu natürlich das ein oder andere weitere Schwarz-Weiß-Motiv aus dem Film. Tolle Action-Shots eigentlich teilweise mit drinnen. Und natürlich dann eben auch der Text, der sich hier auf diesem insgesamt 30-seitigen Booklet, wahrscheinlich 32-seitigen Booklet, ergießt. Von Christoph Kellerbach hier übrigens das alternative Scuba Gear Artwork, hier eben die Vorlage für diese Lobby Cards, die wir dann eben auch, dass wir eben jetzt hier dann als Hauptcover Artwork gefunden haben, eben hier Robert Tannenbaum, der dieses Design hier geschaffen hat, das eben hier dann auch mitverwendet wurde. Das ist wieder eine wunderschöne Sache, eine toll konzipierte VÜ. Ich persönlich liebe es, dass wir eben bei Wicked Vision dann auch diese Reihen bekommen, die dann mit diesem einzelnen, mit diesen einzelnen Schubern und diesen Scannerbook Keep Cases daherkommen. Auch das finde ich eine sehr, sehr schöne, hochwertige Art und Weise, um Filme zu präsentieren. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Friday, Friday, oh thank God it's Friday. Ja, ihr habt fast gedacht, dass ihr dieses Lied wieder vergessen dürft, oder? Ähnlich so wie Baby, 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 oh, oder Last Friday. Nein, Entschuldigung, das kann ich nicht einmal aussprechen. Ist das mit Sicherheit eines der furchtbarsten Lieder ever, vor allem, wenn sie vor diesem Auto steht und sich überlegt, which seat should I take? Naja, wie wär's mit dem einen, wo noch kein anderer sitzt? Glücklicherweise ist das allerdings nicht das Thema des heutigen Films, aber leider können wir die Dame dann auch nicht in irgendeine Foster Family, wo man möglicherweise groß angelegtes Musikverbot ausspricht, übergeben. Nein, wir sprechen tatsächlich über Friday Foster mit den großartigen Hauptdarstellern Pam Grier, Japheth Kotto und Carl Weathers. Ein Film von Arthur Marx aus dem Film 1975, der in Deutschland offensichtlich nicht im Kino gelaufen ist, sondern direkt auf Video in zwei verschiedenen Auflagen erschienen ist. VCL brachte ihn im Juli 1987 und auch Screentime brachte den Film jeweils in einer ungeprüften Version raus, wobei laut OFDB offensichtlich niemals die böse Zensur zugeschlagen hat, um diesen Film auf den Index für jugendgefährdende Medien zu setzen. Dabei gab es allerdings von Friday Foster mit dem alten deutschen Untertitel Im Netz der schwarzen Spinne niemals eine DVD-Auflage, sondern dieser Release von Wicked Vision ist quasi das Debüt des Films im deutschen digitalen Heimkino. Das finde ich großartig. Vor allem, weil wir hier das quasi klassische Originalplakatmotiv finden. Ich sehe jetzt hier leider nicht, mit welchen Cover-Artworks der Film damals auf Videokassette erschienen ist. Aber wir haben hier eine großartige Tagline auch mit Wham! Bam! Here comes Pam! Das ist natürlich absolut phänomenal. Wobei man dazu sagen muss, dass die komplette Originalversion von diesem Poster natürlich noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Die bekommen wir hier und dann auch noch als alternative Sammelkarte, falls wir eben diese Box exklusiv bei Wicked Vision bestellt haben. Da sieht man, dass dann hier noch eben ein paar Gesichter von anderen Darstellern aus dem Film zu sehen sind, beziehungsweise dann wir eben natürlich auch noch
eine alternative Sammelkarte bekommen, wo wir dann unsere individuelle Nummer von unserer Black Cinema Box haben. Aber ich persönlich mag das Cover Artwork. Vor allem finde ich es eigentlich relativ witzig, dass dieses Cover Artwork eigentlich das krasse Gegenstück zu dem Artwork von Hell Up in Harlem ist. Wenn wir da einen genauen Blick drauf werfen, dass Pam Grier und Fred Williamson eigentlich eine nahezu identische Pose aufweisen mit ihren verschiedenen Waffen bzw. den anderen Darstellern aus dem Film, die sich da um ihre Beine herumregeln. Ja, Spoiler-Alarm, eines von diesen beiden Bildern wird von manchen Leuten als sexistisch empfunden. Wir können stattdessen hier noch einmal einen genauen Blick um das Artwork werfen. Da finde ich übrigens recht interessant, dass bei diesem Bild hier das Ganze irgendwie quasi aussieht, wie teilweise ausgeschnitten, wie diese Hintergründe. Das sind ungefähr meine persönlichen Photoshop-Skills. Das ist allerdings tatsächlich natürlich schon im damaligen Kinoplakatmotiv so gewesen. Ist auf jeden Fall eine coole Erfindung, dieses Ding. Außerdem können wir da jetzt dann noch einmal einen Blick auf das Backcover werfen, wobei mir an der Stelle übrigens auffällt, dass ich vorher bei Hell Up in Harlem vergessen habe, auf das Backcover zu schauen. Das holen wir in diesem Fall bitte noch ganz schnell nach, wo die beiden Covers sich ja eh so schön ähnlich sind. Upsi. Die Fortsetzung von Black Caesar eben, wo sogar noch neu produzierte Audiokommentare, darunter auch ein alter mit dem Regisseur mit dabei ist. Es gibt eine Open-Matte-Fassung, die Original-Kinofassung, eine Fernseh- und VHS-Synchronfassung. Das ist auf jeden Fall auch ein wundervolles Package. Dabei haben wir hier bei Friday Foster übrigens auch ein Booklet sogar mit einem Essay und Auszügen aus dem Original-Comic. Ein neuer Audiokommentar, eine neue Doku über Anthony Brubaker mit 65 Minuten Laufzeit. Auf das bin ich persönlich wahnsinnig gespannt. Außerdem ein Pam Grier Special im Bonusmaterial. Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt sein, was sich einem da präsentiert. Natürlich wenig überraschend ist das, was sich hier gleich beim Öffnen des Cases präsentiert, nämlich die beiden Discs, eine Blu-ray bzw. eine Standard-DVD, jeweils mit dem schwarz-weißen Ringdesign. Außerdem dann hier wieder ein durchgehendes Innendesign, das tatsächlich im Gegensatz zu Hell Up in Harlem nicht bedrohlich für uns als Zuschauer wirkt, sondern eigentlich sehr nett und einladend, kann man an der Stelle fast sagen. Dazu erwartet uns hier natürlich auch wieder ein Booklet mit verschiedenen Motiven aus dem Film. Wir können dann da noch einmal durchblättern. Leo Schlösser hat in diesem Fall den Text im Booklet geschrieben, beziehungsweise bin ich hier jetzt dann natürlich ganz besonders gespannt, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf diese Auszüge aus dem Original-Comic zu diesem Film. Ist auch etwas, das ich ja nicht allzu oft gehört habe, dass Filme respektive eben Black Cinema Produktionen auch als Comic-Version nachher interpretiert werden. Aber das wird es dann eben hier gegen Ende geben. Genau hier wartet es schon. Das ist auch relativ witzig, nämlich sogar im Querformat damals veröffentlicht. Wirklich coole Sache. Wirklich, wirklich coole Sache. Ein neues Comic aus 2021. Auch sehr, noch spannender eigentlich fast. Gut, das erklärt auch natürlich, warum ich noch nicht so oft davon gehört habe, weil das damals dann doch eben genauso üblich war, wie ich das erwartet hatte, nämlich gar nicht. Ist aber auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, weil ich persönlich ja diesen Retro-Charme, diese Nostalgie einfach mag und es deswegen wirklich toll finde, wenn man da gerne sich immer wieder auf die alten klassischen Dinge konzentriert. Da freue ich mich, dass wir hier ein bisschen was bekommen. Aber Friday Foster auf jeden Fall einer der Pam Grier Filme, von denen ich natürlich im Gegensatz zu den großen Klassikern wie Coffee oder Foxy Brown noch nicht wirklich viel gehört habe, aber wo ich mich schon sehr darauf freue, dass ich das endlich nachholen kann.
Das Virgil Tip Cinematic Universe begleitet die Black Cinema Collection bereits seit ihrer Geburtsstunde, denn die zweite Ausgabe der Reihe war der Film 10 Stunden Zeit für Virgil Tibbs, beziehungsweise dann der fünfte Teil, die Organisation, jeweils die Teile 2 und 3 einer Trilogie. Übrigens im Jahr 1988 wurde dann anstelle von Sidney Poitier mit Howard E. Rawlins Jr. eine sogar 121 Folgen umspannende Serie produziert, die zwischen 1988 und 1994 eigentlich relativ lang gelaufen ist. Aber man durfte sich natürlich fragen, ob Wicked Vision vielleicht auch eine Veröffentlichung des ersten Teils dieser Trilogie plant. Und tatsächlich haben sie das. Natürlich, es hat allerdings ein bisschen länger gedauert, nämlich bis zur Nummer 18 aus der zweiten Box der Black Cinema Collection, bis eben auch der Film In the Heat of the Night, zu Deutsch In der Hitze der Nacht, erscheint. Wobei dieser Release dann etwas ganz Besonderes ist, was womöglich auch erklärt, warum man etwas länger darauf warten musste, nämlich zum allerersten Mal in der Geschichte der Black Cinema Collection nicht einfach nur eine Standard Blu-ray, sondern eine 4K UHD. Das finde ich persönlich natürlich absolut, absolut genial, und da freue ich mich jetzt einmal ganz besonders, diesen Film natürlich in der noch nie geahnten Qualität sehen zu dürfen. Dabei muss man sagen, dass das Cover-Artwork von dieser Veröffentlichung recht interessant ausgefallen ist. Das ist nämlich quasi das gängige alte Kinoplakatmotiv des Films, das allerdings teilweise von den Hintergründen her noch komplett anders inszeniert wurde. Da haben wir beispielsweise noch etwas grober durchzeichnete orangene Flächen. Manchmal geht das Ganze sogar ein bisschen in einen bläulichen Hintergrund hinein, aber hier hat man das Ganze eben auf eine komplett andere Art und Weise aufbereitet, die wahrscheinlich noch am ehesten einem der alten United Artists Kinoplakatmotive entspricht, wo eben hier die Durchzeichnung nahezu identisch ist, mit dem Unterschied, dass dann hier eigentlich noch ein paar weitere Personen stehen. Aber ein Motiv, das auf jeden Fall, wenn man es schon einmal gesehen hat, direkt und sofort mit diesem Film in Verbindung bringen kann. Der erschien übrigens damals im Jahr 1968 von United Artists auch in den deutschen Kinos, hatte damals eine FSK-Freigabe ab 12 Jahren schon und tatsächlich ebenfalls ein sehr ähnliches Motiv, wobei wir hier eher ein Foto denn eine Zeichnung haben, beziehungsweise das Ganze dann noch mit ganz, ganz wilden, was ist das, Stroboskop-Effekten müsste man es eigentlich fast nennen, auf diesem Kinoplakatmotiv verfremdet wurde. Da finde ich ehrlich gesagt diese Interpretation hier auf dem Frontcover-Artwork dieser Blu-ray und UHD-Umsetzung deutlich cooler. Wir können jetzt dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da lesen wir neben der Inhaltsangabe vor allem eben auch interessanterweise, dass es die erste UHD in Europa ist, dafür allerdings das erste Mal weltweit, auch in HDR und mit Dolby Vision, was eine coole Sache ist. Mit 48 Seiten ist auch das Booklet von Christoph Kellerbach diesmal sehr schön ausgefallen. Wir bekommen Original-Audio-Kommentare von Gerd Naumann und Christopher Klese, einen mit Darstellern und anderen Leuten aus dem Film, mit Filmhistorikern. Es gibt Featurettes en masse hier im Bonusmaterial. Das finde ich persönlich absolut genial, den englischen Originalton sogar wahlweise in der Stereo, beziehungsweise dann sogar in einer 5.1 Version. Da freue ich mich tatsächlich ganz besonders auf diesen Release, weil ich vor allem tatsächlich mit dem Anschauen der anderen beiden Teile aus der Virgil Tibbs Trilogie ganz bewusst gewartet habe, bis eben auch der erste Teil in der Sammlung ist. Hier noch ein wundervolles japanisches Poster für diejenigen, die das Set exklusiv bei Wicked Vision bestellt haben, als Goodie, und natürlich auch hier ein Szenenbild mit unserer individuellen Nummer auf dem Backcover. Wir können uns dann einmal die beiden Discs anschauen, wo der Film natürlich heutzutage dann immer noch seine Altersfreigabe ab 12 Jahren trägt. Das Ganze ist sogar eine Triple Layer UHD 100 geworden, was ich persönlich absolut großartig finde. Und dann liegt diesem Set natürlich neben noch eine Blu-ray bei. Wir können dann hier den Blick ins Innere werfen. Da finde ich auf jeden Fall dieses Motiv mit Sidney Poitier auf der linken und Rod Steiger auf der rechten Seite absolut großartig.
Irgendwie mag ich auch, wie sehr sich die beiden in diesem Bild so quasi gerade versuchen zu ignorieren mit diesem großen Abstand. Dahinter hat sicher einen weitaus nicht unterhaltsamen Grund, wenn man dann den Film gesehen hat, was ich eben leider bislang noch nicht habe. Das wird sich sicherlich in Bälde nachholen lassen. Dazu können wir allerdings eben jetzt einmal einen Blick durch das, wie bereits erwähnt, 48 Seiten starke Booklet werfen, das uns Christoph Kellerbach für diesen Release geschrieben hat. Dabei gibt es natürlich eben auch ein paar Bildausschnitte aus dem Film, wie von dieser Reihe gewohnt. Ich mag halt eben auch bei dieser Booklet-Gestaltung von Wicked Vision, wie stilvoll man hier vorgeht, was alleine durch so kleine Kniffe, wie die Art, wie hier Zitate dargestellt werden, wie hier die Filmtitel akzentuiert werden, dass natürlich eben einfach diese Seitenzahlen mit diesem großartigen Black Cinema Design gestaltet werden. Das finde ich absolut großartig. Das ist ein wundervolles Konzept, das auf der einen Seite sehr schlicht ist, auf der anderen Seite aber eben auch extrem hochwertig. Zum Beispiel dann auch noch angereichert mit Kinoaushangfotos. Und da muss man echt sagen, dass egal wie oft man dieses Design jetzt bereits gesehen hat, man wird ihm nicht müde und man wird sich auf jeden Fall drüber freuen, zum Beispiel, dass man hier sogar Behind-the-Scenes-Fotos sieht, was ja natürlich bei einer Filmproduktion aus dem Jahr 1967 keine Selbstverständlichkeit ist, dass es sowas hier überhaupt noch gibt, solche Fotos. Eine absolute Großartigkeit, hier können wir da noch einmal einen Blick zum Beispiel drauf werfen, wer hier zuständig war für diesen 4K-Transfer. Da wurde das Ganze nämlich in Kalifornien erstellt, dann von Park Circus und MGM restauriert, wobei sogar die Criterion Collection noch beigesteuert hat und das aber immer noch nicht genug war, weil dann eben das HDR und Dolby Vision Color Grading man von LSP Medien auch einen wirklich absolut, absolut großartigen Studio durchführen hat lassen für diesen Release. Also da muss man wirklich sagen, wenn Wicked Vision hergeht und sagt, okay, ja, das was die Criterion Collection, das was von den meisten Leuten immer als das beste Label der Welt bezeichnet wurde, gemacht hat, ist ganz nett, aber das geht noch besser. Dann freue ich mich natürlich eben ganz besonders, dass wir eben diesen Release jetzt dann auch bei uns bekommen haben, als native, wundervoll neu abgetastete 4K. Da freue ich mich riesig drauf, auf der einen Seite diesen Film sehen zu dürfen und auf der anderen Seite natürlich dann auch einen Blick auf die anderen beiden Teile von dieser Trilogie zu werfen. Wir mussten uns in den letzten Jahrzehnten definitiv einige affige Filme anschauen. Und nein, damit meine ich nicht einmal das Oeuvre von Adam Sandler, sondern tatsächliche Filme mit tatsächlichen Affen. Von King Kong über Schlock, das Bananenmonster, die Glücksritter und Ape, also A-Sternchen, P-Sternchen, E, aus der Trash-Collection war hier eine Menge dabei. Aber offensichtlich gab es auch in Italien freundliche, affenartige Monster. Und nein, ich meine auch in dem Fall nicht den Yeti, den kommenden Schneemannchen, sondern Fabio Testi als Gorilla, der ganz offensichtlich nicht einmal die Zeche prellt. Denn der alte deutsche Originaltitel von dem Film lautet Der Gorilla begleicht die Rechnung. Das ist nämlich interessanterweise ein Film, der sein deutsches Kino erst im Jahr 2016 bei einem Forumstreffen von Deliria Italiano gefeiert hat, weil ich in dem Fall ganz besonders spannend finde, dass damals für den deutschen Start von dem Film zwar eine 35mm Kinokopie erstellt wurde, diese allerdings niemals aufgeführt wurde und man sich offensichtlich dazu entschieden hat, den Film direkt auf Videokassette zu veröffentlichen. Man konnte den Gorilla somit also in seiner deutschen Synchronfassung sehen. Das Artwork, das jetzt hier eben auch auf der Filmart Polizieschi Edition vorne drauf ist, entstammt auch der alten deutschen Videokassette, wobei natürlich der Hintergrund dort noch mit ein paar kollidierenden und explodierenden Autos dynamischer gestaltet wurde. Aber das ist natürlich eine spannende Sache. Falls hier jemand von euch wissen sollte, warum damals der Kinostart von diesem Film abgesagt wurde, würde mich das persönlich wirklich wahnsinnig interessieren. Indiziert war die ungeprüft veröffentlichte Videokassette allerdings zumindest laut OFDB zu keiner Zeit. Dann freue ich mich allerdings, dass dieser Film, der dann niemals das Licht der DVD-Welt erblickt hat, jetzt zumindest eben über
Filmart im Rahmen der Polizieschi Edition digital in High Definition auf Blu-ray veröffentlicht wird. Dabei bekommen wir dann auf dem Backcover hier ein paar Informationen zu diesem Release. Man hat hier den Film restauriert und hat allerdings auch noch die unrestaurierte Fassung als Bonus mit dazu gepackt, beziehungsweise einen Schnittvergleich mit der damals offensichtlich gekürzten italienischen Kinofassung, was ich natürlich ziemlich cool finde. Das FSK-Logo kann man hier relativ leicht und effektiv nach innen verbannen, wo es hingehört, beziehungsweise werfen wir dann einmal einen Blick auf das Booklet. Dabei bekommen wir in dem Fall das den Originalaushang, beziehungsweise finde ich arg, dass der Film damals in Italien offensichtlich nicht nur gekürzt, sondern auch mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren gelaufen ist. Vielleicht war es tatsächlich die Angst vor irgendeiner deutschen Filmzensur, die dazu geführt hat, den Film eben nicht in den Lichtspielhäusern aufzuführen. Bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich muss zugeben, die Auswahl von Filmart für ihre Polizieschi Edition finde ich persönlich absolut großartig und ich freue mich drauf, hier eben eine weitere Perle des alten italienischen Action-Krimis entdecken zu dürfen aus dem Jahr 1975 von Tonino Valerii. Und das eben Filmart hier finde ich wirklich einen absoluten vergessenen Kracher ausgegraben hat. Da bin ich extrem gespannt. Ist es nicht schön, Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können? Beispielsweise das Häschen in der Grube. Muss ja nicht immer das Häschen in der Pfanne, das Häschen am Teller oder das Häschen im Magen sein. Nein, da gibt es auch andere Dinge zu beobachten. Wobei wir in diesem Fall einen interessanten Filmemacher auf diese Tierdokumentation angesetzt haben, nämlich Roger Fritz. Der zieht mit dieser Veröffentlichung das insgesamt vierte Mal in die Edition Deutsche Vita von Subkultur ein. Er hat bereits die Nummer 12 der Reihe gedreht, nämlich mit dem Film Frankfurt Kaiserstraße aus dem Jahr 1981, seinen letzten Film, aber er ist auch verantwortlich für die zwei seltensten, teuersten und gefragtesten Teile von dieser Reihe, nämlich die beiden Mädchenfilme, nämlich Mädchen, Mädchen und Mädchen mit Gewalt. Da frage ich mich, wie sich Häschen in der Grube einreiht, den er nämlich tatsächlich zwischen diesen beiden Filmen gedreht hat. Dabei handelt sich's um ein Liebesdrama aus dem Jahr 1969, das damals über den Interfilmverleih in den deutschen Kinos gelaufen ist, allerdings scheinbar niemals als physische Heimkinoversion veröffentlicht wurde und demnach mehr oder weniger das VHS, DVD und Blu-ray-Zeitalter übersprungen hat und direkt einmal sein Debüt als 4K UHD feiert, wobei natürlich die Standard-Blu-ray hier ebenfalls noch mit dabei ist. Subkultur hat dem Film in dem Fall zwei verschiedene Cover-Artworks als EDV-Digipack spendiert, wobei das Cover A quasi dem alten deutschen Kinoplakatmotiv entspricht, wobei dieses eigentlich ein Foto-Cover-Artwork mit unserer Hauptdarstellerin und ihrem Häschen war und das bei dem Cover A zu einer gezeichneten Version geändert wurde, wobei ich mich trotzdem hier für das Cover B entschieden habe, das in einem anderen Stil gezeichnet wurde, das mich ehrlich gesagt eher noch an so alte italienische Plakatmotive erinnert, wo ich irgendwie absolut großartig finde, dass die beiden Gesichter sehr wohl sehr detailliert durchzeichnet sind, wir dann allerdings den Hintergrund sehr wohl auch einfach nur durch relativ grobe Pinselstriche dargestellt haben, was, finde ich, eine sehr schöne Dynamik ergibt. Interessanterweise ist in diesem Film in einer der Hauptrollen auch ein gewisser Herr Raymond Lovelock zu sehen, von dem man, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gehört hat. Wir können dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da wartet auf der einen Seite die Inhaltsangabe zu dem Film auf uns. Wir bekommen die Informationen rund ums Bonusmaterial. So ist eben beispielsweise ein Interview mit dem Regisseur ebenfalls noch auf der Disc gelandet. Beziehungsweise erfahren wir, dass die 4K UHD des Films sowohl mit HDR als auch natürlich mit dem noch besseren Dolby Vision ausgestattet ist. Etwas, das ja die großen Studios oft gar nicht hinbekommen, aber die kleinen Indie-Labels natürlich gerne auf sich nehmen, weil halt einfach das Nonplusultra und Optimum in Sachen Qualität. Wir bekommen dann hier auf dem
Digipack außen, wie eben von der Reihe gewohnt hier. Den Filmtitel in großen Lettern. In dem Fall mag ich ehrlich gesagt ganz besonders, wie schmutzig dieser Filmtitel hier präsentiert wird, wie dieser Druck einfach eben kein sauberer schwarzer Druck ist, sondern eben hier diese ganzen Flecken hier mit drinnen sind. Und dann gibt's natürlich eben hier drinnen die beiden Discs auf der linken Seite. Ist die Tasche mit dem Booklet, jeweils eben unterhalb von den Discs dann auch noch ein Motiv von einem Charakter aus dem Film, wobei ich auch in dem Fall wirklich mag, wie auf der einen Seite diese Motive irgendwie haarig und beschädigt und irgendwie fehlerhaft aussehen, auf der anderen Seite aber eben auch, wie diese Hintergründe dann eingezeichnet wurden, dass das Ganze eben schon auch schön antik aussieht. Und hier dann noch ein weiteres Motiv, auch das hier finde ich sehr sehr arg und irgendwie sehr schön farbverfremdet und dann eben ins Innenleben von diesem Digipack hier integriert. Wir können dann einmal einen Blick auf das Booklet werfen. Da bekommen wir, wie auf dem Backcover bereits erwähnt, dann einen Text von Christoph Drackstra, der hier, wie ich finde, recht schick präsentiert wird. Das Ganze finde ich vor allem ganz gut gelungen mit diesen Abtrennungen von den einzelnen Absätzen, beziehungsweise, dass es allerdings hier wirklich mit einem sehr schlichten Design zu tun haben, eben einfach nur Text im Blocksatz und keinerlei farbige Untermalung dazu. Aber das ist natürlich trotzdem ein sehr schönes Begleitwerk zu diesem Film, finde ich sehr sehr fein gestaltet und aufbereitet hier für dieses UHD-Debüt und generell eine Reihe, die ich sehr schätze, wo ich auch eben hoffe, dass da noch viele, viele Titel erscheinen, vor allem, weil ich dadurch immer wieder Filme entdecke, von denen ich eben zuvor tatsächlich als jemand, der nicht wahnsinnig tief verhaftet ist in der alten deutschen Filmkunst, einige Titel eben neu entdecken kann, die ansonsten gar nicht auf meinem Radar gelandet werden. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt eben auch das Häschen in der Grube in einer spannenden 4K-Version verfügbar ist. Ich finde es schon immer wieder spannend, was für Informationen man eigentlich auf Booking-Plattformen wie TripAdvisor findet. Das eine Hotel ist ganz besonders kinderfreundlich und das andere Hotel haben Kinder keinen Zutritt und deswegen buchen Zockis dort sehr gerne. Aber es gibt trotzdem auch sehr spezielle Vorlieben von reisenden Leuten. Beispielsweise, wo fahrt man eigentlich hin auf Urlaub, wenn man sich gerne entspannen möchte, aber eine grausame Puppe ist? Ist das vielleicht eher so ein Urlaub im Karton von Chucky oder hat man da irgendwo ein eigenes Rasthaus? Glücklicherweise wurde dieses scheinbar bereits im Jahr 1967 gegründet, wo wir übrigens auch großartige Alternativtitel hat wie The Devil's Girls oder Lucifer 3, wobei ich an der Stelle zugeben muss, dass ich wirklich nicht gut Italienisch kann, ähnlich gut wie Brad Pitt in Inglourious Basterds, dass ich allerdings den italienischen Titel von diesem Film ansatzweise verstehe, auf der anderen Seite aber auch einfach nur putzig finde. La Locanda delle Bamboli Crudeli. Crudeli, ist das ein Schweizer Film? Naja, wir haben hier auf diesem Cover-Artwork von dem Film, der übrigens von Rolf Olsen gedreht wurde, der als Regisseur bereits auch Titel wie Blutiger Freitag, Der Arzt von St. Pauli oder Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn gedreht hat. Ein Film, der damals interessanterweise mit eben genau jenem Plakatmotiv im Jahr 1967 in den deutschen Kinos gelaufen ist, der dann allerdings offensichtlich auch nicht physisch für das Heimkino ausgewertet wurde. Damals hatte der Film noch eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren, wurde laut OFDB nicht feiertagsfrei eingestuft, aber von ungefähr 390.000 hoppala Kinobesuchern tatsächlich gesehen. Dabei erschien der Film dann allerdings zum Beispiel bei Amazon Prime beziehungsweise von Lisa Film und Cent Entertainment auf DVD, wobei in dem Fall die ein oder andere Gewaltszene tatsächlich gefehlt hat und der Film mit seiner FSK 16 Fassung ungefähr 7 Minuten kürzer war, als es die alte deutsche Original-Kinofassung war. Selbstverständlich braucht man
an der Stelle wohl nicht erwähnen, dass diese neue Auflage von Subkultur aus der Edition Deutsche Vita selbstverständlich das komplett ungeschnittene, die komplett ungeschnittene Fassung von diesem Film mit dabei hat, dass man allerdings in dem Fall auf der Blu-ray noch ein paar interessante Special Features mit drauf hat. So gibt's beispielsweise ein 63 Minuten langes Interview mit Angelika Spies und Erich Tomek und zusätzlich zu zahlreichen anderen Trailern und sonstigen Features gibt es tatsächlich auch die geschnittene alte deutsche Fassung, die eben circa 7 Minuten kürzer ist. Da muss man, wenn man den deutschen Kinotrailer markiert hat, einmal nach links blicken und dann kommt ein kleines Vorschaubild mit einer geschnittenen deutschen Fassung. Und wenn man das anklickt, dann kann man eben auch die 88 statt 96 Minuten lange Fassung auf der Blu-ray sehen. Das Ganze gibt es mit zwei deutschen Tonspuren, auf der einen Seite nämlich mit einem Magnetton, auf der anderen Seite auch mit dem Lichtton und natürlich hat der Release mittlerweile von der FSK, ihr wisst schon, der früher ab 18 freigegebene und dann für ab 16 runtergekürzte Film, in seiner ungeschnittenen Fassung eine Altersfreigabe ab 12 Jahren bekommen. Yikes! Dabei können wir mal auch hier einen Blick auf das Inlay werfen, auf das Digipack. In dem Fall kennt dieser Film kein Tabu, also für unter 12-Jährige. Schonungslose Offenheit und brutale Härte, die man mit 11 noch nicht ertragen. Ja, ich weiß, die Zeiten haben sich geändert. Vor allem, weil der Film aus 1967 ja mittlerweile wirklich fast 60, also sagen wir 55 Jahre alt ist und sich in der Zeit sicherlich ein bisschen was verändert hat. Dabei bekommen wir eben hier auf dem Digipack das grundsätzlich bekannte Design, das wir auch bei anderen Titeln aus der Edition Deutsche Vita im Digipack-Inneren sehen, beziehungsweise warten dann eben hier wieder die Discs auf uns, wobei es hier auch bei diesem Titel wieder kein durchgehendes Innendesign gibt, sondern eben die einzelnen Panels, die einzelnen Flügel, jeweils mit einem eigenen Artwork. Auf der einen Seite wartet dann hier beispielsweise die 4K UHD auf uns, auch bei dem Titel, wieder eine Double Layer UHD 66 und dann auf der Seite daneben ist die Standard Blu-ray zu finden mit dem typischen EDV-Design. Dazu gibt's hier, finde ich, ein paar wirklich gut ausgewählte Bilder aus diesem Film, die hier für ein stilistisch ansprechendes Innendesign sorgen. Aber das war ja noch nicht alles, etwas, das mir beim Auspacken und Aufmachen von dem Digipack bereits entgegengeflogen ist. Das war das Booklet, das Subkultur natürlich auch diesem Film wieder spendiert hat, wo wir gleich einmal sehen, was quasi mit grausamen Puppen so alles passieren kann. Dabei blättern wir natürlich gerne durch das Booklet. Das ist dieses Mal ausgestattet mit einem Text von Stefan Jung, wobei ich ganz ehrlich den Begriff die Olsenbande ganz als Headline schon wirklich, wirklich genial finde. Dazu gibt's auch eben hier einen zwar grundsätzlich recht einfachen, einfach gestalteten Text, aber auf jeden Fall was Interessantes. Da gibt's nämlich eben beispielsweise auch den Zensurbericht über die alternativen Fassungen inklusive einem ausführlichen Schnittbericht zu den Sequenzen, die da eben in der alten Fassung gefehlt haben. Das finde ich persönlich natürlich ganz besonders großartig, auch wenn es da eine Website gibt, die sich natürlich darauf spezialisiert hat, ist es auch irgendwie was anderes, wenn man das in der Hand halten kann als Teil vom Booklet, würde ich sogar generell auch immer wieder gerne in Booklet sehen, auch wenn natürlich die bunte Ausgestaltung da mit den Bildern auch was für sich hat. Aber das eine muss ja das andere nicht zwangsläufig ausschließen. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass wir hier ein interessant aufbereitetes Digipack bekommen aus der wirklich großartigen Edition Deutsche Vita, wo ich mich persönlich wirklich wahnsinnig drüber freue, dass Subkultur jetzt immer öfter auch den Weg in Richtung 4K UHD zu gehen scheint und dabei einige wirklich spannende und interessante Titel ausgräbt, auf die ich persönlich wahnsinnig gespannt bin. Ich
Ich liebe alte italienische Titel. Natürlich ist der jetzt hier vor uns stehende Film einer der 6429 Filme mit dem Alternativtitel Trauma, aber es ist auch einer der mit Titeln wie Orgie des Todes oder Das Phantom im Mädchenpensionat wundervolle, klassische, alte, reißerische italienische Titel spendiert bekommen hat. Und dabei ist dieser Film von Regisseur Alberto Negrin aus dem Jahr 1978 unter anderem mit Fabio Testi in der Hauptrolle ja auch wirklich hochkarätig besetzt. Wir haben diesen Film damals als alte deutsche Videokassette unter eben dem Orgie des Todes Titel von UFA spendiert bekommen, wobei diese Fassung mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren gesegnet und natürlich kann man sagen, dementsprechend gekürzt war. Insgesamt lief die Videokassette nur 77 Minuten statt der 81 Minuten der ungeschnittenen Fassung. Aber mittlerweile hat es der Film Enigma Rosso, was finde ich irgendwie deutlich zurückhaltender klingt, auch in das hochauflösende Zeitalter geschafft, nämlich hat Access diesen Film nach SRS Malko als zweiten Teil von ihrer Eurocine Edition veröffentlicht. Und dabei bin ich wirklich ganz besonders gespannt. Malko war einer der wildesten und absurdesten Filme, die ich seit langem gesehen habe und den ich wirklich geliebt habe. Dabei muss man sagen, dass das Phantom im Mädchenpensionat mit einigen interessanten Cover-Artworks ausgestattet war, dass allerdings natürlich die beiden schönen gezeichneten auch diejenigen waren, die am schnellsten ausverkauft waren. Wie eben beispielsweise, dass das jetzt hier vor mir steht. Dabei hat Access aber, finde ich, das Cover-Artwork sehr schön aufbereitet. Wir sehen hier ein wundervoll detailliertes, schön durchzeichnetes Bild mit einigen Details, wo finde ich gerade eben bei ihren Haaren durchaus zu erkennen ist, dass man hier noch eine schöne Durchzeichnung hat, wobei man natürlich auch ein bisschen in ihrem Gesicht erkennen kann, dass man halt auch ein bisschen noch ein groberes Motiv hier nur als Vorlage hatte. Aber das finde ich für einen Film aus den 70er Jahren eigentlich immer noch eine wunderbar annehmbare Qualität bietet. Dabei hat mir persönlich dieses Motiv einfach ein Spürchen besser gefallen als das andere gezeichnete Cover-Artwork, das ich allerdings ebenfalls genauso gerne am Ende in meine Sammlung aufgenommen hätte. Es gibt in dem Fall übrigens mit einem ähnlichen alten Cover-Artwork hier noch eine gezeichnete Karte mit nämlich dem unteren Teil vom alten deutschen VHS-Cover und dann hier oben einem neuen Motiv, da wäre eigentlich auf der Videokassette eben zu sehen gewesen, wie jemand durch so eine Jalousie spechtelt. Dabei hier eben die Informationen zu diesem Titel aus der Euro-Genre Collection Nummer 2. Nummer nämlich, genau. Nummer. Wobei wir eben auch erkennen können, dass dieses Mediabook, wie auch von den anderen Releases von Access gewohnt, mit dieser wundervollen Lederhaptik ausgestattet ist. Die finde ich hier auch sehr edel rüberkommt. Ich bin generell der Meinung, dass diese Mediabook-Prototypen von Access eigentlich wirklich sehr schön und hochwertig aufbereitet sind und mir dementsprechend auch wirklich, wirklich gut gefallen. Wir können und dann einmal auch hier einen Blick auf das Backcover werfen. Da wartet an dieser Stelle die Inhaltsangabe des Films. Es gibt ein paar Szenenbilder aus dem Film. Wir bekommen die Informationen rund ums Bonusmaterial. Da ist interessant, dass mit Dr. Liober Schlösser und auch Professor Dr. Markus Stiegelegger ein neuer Audiokommentar für diesen Release eingesprochen wurde, beziehungsweise dass wir hier von diesem Cover-Artwork, das ich da vor mir liegen habe, nur 222 Stück produziert haben, wobei das Ganze eben hier mit einem Sticker auf dem Backcover auch noch individuell durchnummeriert wurde und natürlich eben diese sehr schöne Lederoptik auch auf dem Backcover zu sehen ist. Wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere. Da gibt's ebenfalls ein klassisches, bekanntes Motiv zu diesem Film hier auf der, in dem Fall linken Seite auf der DVD, beziehungsweise dann ebenfalls auch hier ein recht cool aussehendes Motiv auf der rechten Seite auf der Blu-ray, wobei ich in dem Fall wirklich absolut genial finde, wie das Design quasi offensichtlich aus dem Focus Media Logo entspringt. Das nenne ich cleveres Design. Außerdem gibt es dann hier im Inneren, wie bei den Access Mediabooks auch gewohnt, so Bildausschnitte, die allerdings eben immer mit einem Rahmen dargestellt werden. In dem Fall ist es nicht dieser übliche gezeichnete Pinselstrich-Look, sondern einfach Fotos, die hier draufgeklebt wurden. Genauso, dass man hier auch offensichtlich in diesem selben Zeichenstil wie bei den neueren Pathology oder auch The Dentist Mediabooks hier ein bisschen diese gezeichnete Comic-Ästhetik auf dem Booklet-Frontcover und natürlich eben auch Booklet-Backcover hat, was finde ich sehr schön, auch mit diesen selben
mit diesem selben Tatort-Design spielt, das wir eben auch auf der Blu-ray-Disc haben. Das ist ein wirklich cleveres Design, ein wirklich cleverer Look. Wir bekommen dann hier zahlreiche Bildausschnitte aus dem Film. Dazu gibt es dann natürlich auch hier einen Text. Beziehungsweise hier zum Beispiel vom italienischen Originalplakatmotiv dann auch noch das VHS-Cover-Artwork, das Booklet, wurde in diesem Fall von Thorsten Harnisch gestaltet. Wir sehen dann eben hier die anderen Plakatentwürfe, wie eben zum Beispiel das, was die Vorlage war für dieses Blu-ray-Design. Trotzdem immer noch ein absoluter Geniestreich, das Label-Logo da unterzubringen. Mag ich auf jeden Fall. Ist ein, wie man dem Booklet schon entnehmen kann, wahrscheinlich in eine ganz bestimmte Richtung, recht explizit ausgestalteter Film, aber einer, von dem ich tatsächlich bis zur Ankündigung der deutschen Veröffentlichung aus dieser Reihe noch nichts gehört habe und wo man durchaus gespannt sein kann, ob dieser alte italienische Krimi wohl durchaus auch unterhalten und eine sehenswerte Story bieten kann. Die Filmografie von Produzent, Autor und Regisseur Charles Edward Sellier Jr. ist durchaus interessant, aber in erster Linie überschaubar. Vor allem, wenn wir uns seine Produktionen als Regisseur anschauen. Ich denke, niemand von euch wird jemals von der 1979er Doku Encounting with Disaster gehört haben oder auch von der 1984er Komödie Snowballing, obwohl letztere sogar mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren in Deutschland auf Videokassette erschienen ist. Dafür kennt wahrscheinlich jeder seinen 1984er Film Stille Nacht, Horrornacht, und damit war's das eigentlich schon, weil nach diesem Film hat Sellier Jr. tatsächlich nur mehr im Jahr 1985 den Film City Commando gedreht als Regisseur. Ebenfalls ein scheinbar relativ sleaziger alter Actionstreifen, der natürlich in deutschen Landen über CBS und Fox mit FSK-Freigabe ab 18 Jahren auf Videokassette veröffentlicht wurde, der allerdings selbstverständlich in dieser Fassung um allerdings nur circa 14 Sekunden gekürzt war und im Jahr 1987 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt wurde. 2012 wurde der Film dann tatsächlich folgeindiziert, nur um dann erst im März 2023 vom Index zu verschwinden. Dabei ist interessant, dass eine Sequenz, nämlich die erste Sequenz, die in der deutschen Fassung gefehlt hat, wo eine barbusige, nackte Frau erstochen wird, auch bei der alten britischen DVD-Fassung noch gefehlt hat und eben erst die später veröffentlichte Blu-ray von Arrow Video, die sich natürlich auch in meiner Sammlung befindet, das erste Mal war, dass der Film in England ungekürzt erscheint. In Deutschland musste man noch ein Spürchen länger warten, bis der Film in seiner vollständigen Fassung vorliegt, wobei ich in diesem Fall finde, dass das Cover-Artwork, das uns Access hier für dieses Mediabook präsentiert, wirklich jegliche Wartezeit wert war. Das ist ein absolutes, wunderschönes Meisterwerk. Den Cover-Stil haben wir ja auch schon bei zahlreichen anderen Veröffentlichungen, zum Beispiel eben von Access beziehungsweise auch von NSM gesehen. Hier ist ein weiteres Beispiel, beziehungsweise bei NSM habe ich zuletzt eben erst den Film Bullet in the Dark gezeigt, hier als Mediabook mit einem ähnlichen Cover-Artwork. Aber ich mag diesen Stil. Ich mag nämlich, dass diese Motive wirklich ziemlich feurig und explosiv daherkommen, dass sie allerdings eben nicht so digital erscheinen, wie eben beispielsweise die Artworks von Ralf Krause, sondern dass das Ganze wirklich noch einen analogen, schönen, gezeichneten Stil hat. Dabei finde ich eben absolut genial, wie unsere Annihilators, wie der Film übrigens auch im Original heißt, hier wieder mal in Richtung des Betrachters von diesem Cover-Artwork schießen. Hey, 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 ich habe euren Film eh gekauft, ihr braucht's mich nicht mehr hier erschießen wollen. Dass allerdings offensichtlich jemand sowieso dabei ist, sich zu wehren, indem er hier das Messer in die Höhe streckt mit seiner interessant ausgestalteten, seinem Handgelenk. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, interessant gestaltetes, dynamisches, explosives, leuchtendes Cover-Artwork, das ich persönlich halt eben einfach wirklich absolut großartig finde. Dazu bekommen wir in diesem Fall hier auch diese wundervolle Lederhaptik und Lederästhetik, die, wie ich finde, bei diesem Mediabook absolut großartig zur Geltung kommt. Man sieht nämlich, dass im Access, finde ich,
ein bisschen einen anderen Zugang zu diesem Lederfinish hat, wie man das beispielsweise bei Anolis hat. Bei Anolis ist das Lederne, finde ich, deutlich feiner ausgestaltet und hier bei Excess deutlich grober, wobei das jetzt keine Kritik sein soll, sondern ich eben auch dieses Grobe ganz besonders genial finde. Dazu können wir natürlich dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da warten wie gewohnt ein paar Bildausschnitte aus dem Film auf uns. Wir bekommen die Inhaltsangabe, wir bekommen die Informationen rund ums Bonusmaterial, das allerdings in dem Fall sich nur auf Trailer, Slideshows und einen alternativen Vorspann beschränkt. Aber wir haben dann natürlich eben auch hier unsere individuelle Limitierungsnummer von den nur 222 Stück, die es von diesem Mediabook mit dem Cover B dann überhaupt gibt. Und wenn wir da dann eben einmal einen Blick wieder drauf werfen, wie schön eben auch hier auf dem Backcover hier diese Lederoptik rüberkommt, das ist wirklich was Geniales. Dann können wir einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir auf der linken Seite standardmäßig auf der DVD auch recht interessant einfach nur ein Bild von Waffen, die auf einer Zeitung liegen, beziehungsweise auf der rechten Seite dann einen Ausschnitt aus einem tatsächlichen Originalplakatmotiv, nämlich eben dem amerikanischen Poster zu diesem Film. Dabei muss man sagen, dass dieses Motiv eben auch als alternatives Cover A von diesem Mediabook verfügbar ist und können dann hier einen Blick ins Innere werfen. Da haben wir beispielsweise natürlich die Pose von den Annihilators, die dann auch die Grundlage war für dieses Frontcover-Artwork hier auch als Innendesign, beziehungsweise bekommen wir dann hier ein zweites Motiv auf der rechten Seite. Das Ganze ist mit einem recht geschickten und coolen Überblendeffekt hier, wo das Booklet eingenäht ist, versehen, dass es fast schon wie ein durchgehendes Motiv erscheint, allerdings eben keines ist, sondern zwei unabhängige Motive. Dazu bekommen wir hier auf dem Booklet außen einen, wie ich finde, ebenfalls recht coolen Look, nämlich hier sehr wohl ein durchgehendes Design mit eben so einer alten versifften Alleyway, muss man in dem Fall eben sagen, so eine kleine Seitengasse, Hinterstraße in Amerika, wo man ganz gern vielleicht auch einfach einmal überfallen und niedergestochen werden wird, was finde ich aber hier auch sehr, sehr atmosphärisch dargestellt ist in dem Mediabook. Das finde ich eigentlich durchaus gelungen. Wir können dann einmal hier einen Blick natürlich auch durch das Booklet werfen. 16 Seiten umfasst das, hier eben die bekannte zensierte Szene aus dem Film in eben sowohl der amerikanischen als auch der deutschen Fassung, auch bei der Sequenz ein Schnitt in der alten deutschen Fassung vorhanden, weil, wie gesagt, nur 14 Sekunden Zeitunterschied ja für eine alte deutsche VHS-Fassung ja eigentlich schon fast harmlos ist, muss man sagen. Hier dann übrigens tatsächlich auch der alternative Coverlook auf der DVD. Hätte ich tatsächlich nicht erraten, dass es sich auch dabei um ein Originalplakatmotiv zu dem Film eben aus den 80er Jahren handelt. Aber ist auf jeden Fall eben immer wieder cool, solche alternativen Covergalerien auch in den Mediabooks zu sehen, beziehungsweise für mich aber natürlich ganz besonders genial, wenn es dazu dann auch solche wundervollen, dynamischen, packenden, neu gezeichneten Artworks gibt. Und damit ist das quasi weihnachtliche Sammlungsupdate mit einem Film des Regisseurs von einem Weihnachts-Slasher-Film, was für ein Zufall, quasi zu Ende. Aber keine Sorge, wir sehen uns in diesem Jahr ja tatsächlich noch ein einziges Mal beim Sammlungsupdate am 31. Dezember, aber wir werden uns im Laufe der nächsten Woche tatsächlich auch noch öfter sehen, denn ich habe jetzt gerade erst wirklich massenhaft an Rezensionsmaterial für den Blu-ray-Check bekommen, wofür ich natürlich extrem dankbar bin, aber wo es momentan wirklich nicht so leicht ist, dass ich nachkomme. Wir haben einige Titel von Anolis, wir haben eben heute gesehen, dass ich auch von Wicked Vision eine tolle Lieferung bekommen habe. Ein Großteil von den Anolis beziehungsweise eben schon vorige Woche gelieferten Sachen sollte eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Sammlungsupdate jetzt online geht, auch bereits auf meinem Kanal als Blu-ray-Check verfügbar sein. Die Wicked Vision Sachen sind grundsätzlich für nächste Woche eingeplant. Dazu wird es natürlich eben auch, wie bereits angekündigt, im Jänner
eine Menge an interessanten Wunsch-Quickies geben. Übrigens, witziger Randbemerkung an der Stelle. Am Anfang habe ich noch einen indischen Film als zweites Wunsch-Quickie von Aston Martin angekündigt. Das wird allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Und in dem Fall mache ich zuerst eine kultige schwarze Komödie aus Frankreich im Jänner. Da bin ich persönlich ganz besonders gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, das hat sich tatsächlich während der Aufnahme von dem Sammlungsupdate ein bisschen geändert. Aber bin auf jeden Fall auf beide Filme sehr gespannt. Wünsche euch natürlich trotzdem ein frohes Fest, frohe Feiertage. Ich nehme fast einmal an, dass ihr das Baumfest diesem Video vorgezogen habt und das dann wahrscheinlich erst ein bisschen nach dem Baumfest schaut. Deswegen hoffe ich, ihr hattet es schön. Hoffentlich habt ihr irgendwelche auch coolen Geschenke bekommen. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Sammlungsupdate. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Laufe der nächsten Woche auch hier wieder sehen. Es gibt natürlich am Donnerstag eine brandneue Folge von Depp und Deppert. Ich habe zahlreiche Blu-ray-Checks noch in petto, beziehungsweise dann im Jänner auch wieder eine Menge an interessanten Quickie-Reviews. Es wird das Jahr 2024, so viel kann ich schon einmal ankündigen, quasi more of the same werden. Also, ob das jetzt für euch was Gutes ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, um die Arbeit hier auf YouTube fortzusetzen, um euch auch nächstes Jahr wieder eine Menge an hoffentlich für euch interessanten und coolen Videos zu liefern. Aber einmal haben wir eben noch ein Sammlungsupdate dieses Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Fest, schöne Feiertage, bleibt gesund und egal wann, egal wo, wenn wir uns wiedersehen, freue ich mich drauf, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht weiß, dass wir uns wieder gesehen haben, außer ihr schreibt mir nachher was Nettes in die Kommentare. Das wäre natürlich ganz besonders toll, aber egal wann und wo wir uns wiedersehen, danke fürs Zuschauen, danke für euren Support in jedem Fall. Das war's mit dem heutigen Sammlungsupdate. Bis zum nächsten Mal. Ciao.